Stopp. Chilling, bleiben wir so stehen. So wird das Lager geprüft. Strickbäder! Die Seilleiter werden mit einem Greifzug überzogen. Wird da umgelenkt, der Rolle. Da haben wir eine Schlaufe. Der wird der Seilreiter angehängt. Dann werden die Schrauben um eine halbe Umdrehung in circa gelockert, weil die Seilbreiten umschließen das Seil zwei Drittel. Durch die Lockerung wird es so weit gelockert, dass man es überziehen kann und das trotzdem nicht runterfallen kann. Weil der Seilreiter wiegt 170 Kilogramm. Und jetzt wird er gezogen. Bis zur Markierung. Mindestens eine Schlaglänge. Eine Schlaglänge ist eine Umdrehung, was der Draht, was sich da so umdreht, bis der wieder auf die gleiche Stelle hervorkommt. Passt. Und dann werden sie wieder angezogen mit 7,6 Kilogramm jede Schraube. Bis der Drehmoment den Knacks macht, dann sind die 7,6 Kilogramm erreicht. So, voll verschlossenes Seil ohne Seele. Und das Zugseil ist ein 43 mm dick mit einer Seele. So, jetzt werden wir die Klemmstellen noch kontrollieren und dann mit Seilfett nachschmieren. Seil, Kimp. Und dann bessern wir noch eventuelle Lackfäden mit Sprühlack aus. Und natürlich wird überprüft, ob irgendwo sichtbare Risse sind. Und wenn eine Rolle zu tief eingelaufen ist oder übere Schleifspuren hat seitlich vom Seil, dann muss die getauscht werden. Das dauert dann ca. 2 Stunden pro Rolle. Das Seilreiter versetzen ist natürlich nicht jedermanns Sache, weil das, wir sind da über eine Höhe von bis zu 220 Meter über dem Boden. So, dann machen wir noch mal einen Endcheck.
angezogen haben wir es. Rolle haben wir kontrolliert, das Lager von der Rolle haben wir kontrolliert. Auf lockere Teile haben wir kontrolliert, wo es fest sitzt. Die Klemmstehen haben wir kontrolliert und nachgeschmiert haben wir auch. Dann fahren wir zum nächsten Seilreiter, schauen, ob irgendwas davon hängt. Vorhin haben wir über Funk. Bergstation sitzt ein Mann, der uns chauffiert.